vier Verletzte forderte am Donnerstagabend ein Unfall auf der A2 zwischen Wollin und Brandenburg. Auslöser der Karambolage war laut Zeugen offenbar das Bremsmanöver eines Lkw. Der nachfolgende Audi-Fahrer musste sein Tempo stark drosseln. Ein Mazda und ein Opel fuhren auf. Die vier Verletzten wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Über mehrere Stunden hinweg kam es an der Unfallstelle zu Stauerscheinungen.